Hallo Leute, ich bin's die Lu und heute geht es natürlich wieder nach Eila. Ihr seht, ich habe den Steg gleich nochmal genutzt, weil man das ja einmal so frei hat. Dann muss ich dann natürlich gleich noch ein zweites Video drehen. Und ich habe mir als Whisky heute ausgesucht den Smokehead Rum Riot. Ist ein Travel Retail Exclusive. Das heißt, ihr kriegt den nur an Flughäfen oder in Grenzgebieten gibt es das manchmal, solche Duty-Free-Shops, wo ihr einfach auch solche Travel-Retail-Exclusives erwerben könnt. Ist quasi nur für den zollfreien Reisemarkt bestimmt. Genau. Smokehead ist eine Reihe von unabhängig abgefüllten Secret Isla Malts von Ian McLeod abgefüllt. Und ich habe einen, glaube ich, bisher verkostet gehabt, den allerersten. Das war in so einer schwarzen Dose, da gab es nicht viel Info dazu. Und dann ist da eine ganze Reihe rausgekommen. Ich packe euch die alle hier mal rein. Also ich weiß, da gab es einmal einen, ich glaube, im Sherry Fass, dann gab es einen Heavily Peated, dann gab es nochmal einen Extra Rare. Und ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, auch wenn ich die gefühlt alle zu Hause habe, weil ich die immer geschenkt bekomme, zu Ostern. Ich finde die mega cool, also diese Metalldosen sind schon echt krass. Also der erste, der schwarze, ist zum Beispiel bei mir auch schon leer, aber die Dose steht immer noch bei mir im Schrank. Einfach weil ich diese cool finde. Ich mache die gleich mal hier auf. Plup. Eine schwarze Flasche, komplett schwarz, ist jetzt bei Isla Whiskys nichts allzu Untypisches, weil die jetzt meistens nicht ganz so viel Farbe haben. Und deswegen ganz oft in so schwarzen Flaschen geliefert werden. Der Herr ist auf jeden Fall auch schon offen. Habe ich auch schon genascht von. Und die haben immer neben ihren coolen Metallverpackungen immer noch ein ganz cooles Flaschen-Etiketten-Design. Das eine Mal war irgendwie, da war das eine Glasflasche und da war hier hinten dann Text aufgedruckt. Aber so, dass man durch die Flasche durchgucken konnte, fand ich ziemlich cool. Hat mich übrigens inspiriert für meine DIY Stunning-Flasche. Ich muss das mal hier so den Totenkopf wegdrehen, sonst geht der Autofokus die ganze Zeit auf den Totenkopf. Genau. Das hier jetzt klassische schwarze Flasche mit aufgeklebtem Etikett. Jetzt nichts Herausragendes, wie da hinten ihre Geschmäcker als so Wortwolken aufgedruckt. Genau. Ian McLeod hat es auf jeden Fall unabhängig abgefüllt. Isla Single Malt Scotch Whisky steht drauf. 43%, also eine normale Trinkstärke. So, dann wollen wir gleich mal. So, ist, glaube ich, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, gefärbt. Mit Farbstoff, Zuckercouleur. Genau. Und zum Kühlgefiltern steht hier jetzt nichts. Ich vermute also dadurch, dass es ein Travel Retail Exclusive ist und damit auch viel nach Amerika gehen wird und so, dass das durchaus kühlgefiltert ist. Ja, gut. Wer der Meinung ist, das machen zu müssen, kann das gerne machen. Finde ich immer ein bisschen lustig, wenn dann so komplett schwarze Flaschen verwendet werden, aber Zuckercouleur drin ist. Damit ist meine Grunderklärung vorhin ein bisschen unlogisch geworden, aber egal. So, Rum Riot. Bedeutet für mich, dass der irgendwie Kontakt mit einem Rumfass hatte. Ja, Rumcask Finish steht drauf. Zu den Tasting Notes hier hinten drauf äußere ich mich dann, wenn ich meinen ersten Eindruck formuliert habe. Er ist auf jeden Fall süß. Und es passiert nicht so viel, wenn ich die Nase reinhalte. Also ich habe jetzt hier wenig Rauch. Vielleicht so was ganz leicht Phenolisches. Ganz tief drin, aber was für mich auf jeden Fall ganz, ganz oben drauf schwimmt.
ist so ein künstliches Bananenaroma. Vielleicht kennt ihr das so von den Kaugummis, da hat man ja immer so dieses künstliche Fruchtaroma. Und für Banane gibt es so ein ganz, ganz bestimmtes künstliches Aroma. Und so riecht er. Also wirklich richtig krass. Oh, so wie diese nimmt zwei Lachgummis in Bananenform. So riecht das. Und darunter ist so eine ganz leichte Zitrusnote. Aber ihr seht, wie tief ich meinen Nuschel da reingehalten habe. Da passiert nicht viel. Ich mache es mal ein bisschen warm, vielleicht hilft das. Da wird er leicht intensiver. Aber viel passiert da jetzt auch nicht. Bin mal gespannt. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe den vorher ja schon probiert. Hat mich jetzt nicht vom Hocker geklöppelt. Also war nett. Aber war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, mein Herz. Diese Bananennote ist echt krass. Die hatte ich vorher noch nicht. Da war das einfach nur so undefinierbar süß. Und jetzt denke ich mir so, oh, Banane. Ganz viel. Also ist irgendwie cool, aber speziell. Das Land. Krass, der ist richtig scharf. Also so richtig Pfeffer. Ja, hauptsächlich Pfeffer. Also kommt schon so rauchig angerollt, aber so ein ganz so ein super so ein Rauch, der dich richtig trocken zurücklässt und der auch so, der ist nicht fleischig. Das ist so ein richtig kalter Rauch. So ein richtig kalter, pfeffriger, scharfer Rauch. Ist richtig bissig. Der beißt dir richtig in die Zunge. Und das, was ich vorhin so leicht mini phenolisches hatte, das könnte jetzt durchaus ein bisschen ein stärker medizinischerer Rauch geworden sein. Nicht, dass da am Ende noch ein Erfolg drin ist. Würde mich auch nicht wundern, weil bei Lafroig hatte ich schon öfter mal auch so super krasse Fruchtnoten. Also ich erinnere mich da an den 19er Lafroig. Oder war der 21? Ich weiß es gar nicht mehr. Den habe ich von Petok damals bekommen. Den habe ich im Anschluss an sein Video verkostet. Und das war pure Ananas. Also da habe ich keinen Lafroig an sich durchgeschmeckt. Also die können richtig, richtig fruchtig sein. Letztens hatte ich auch irgendeinen Lafroig, wo ich so dachte, ja, das könnte jetzt auch so ein Kirschgeist sein, ne? Also die sind manchmal überraschend nicht rauchig und dafür so super extrem fruchtig. Keine Ahnung, wie sie das machen. Aber vielleicht, man weiß es nicht. Also von der Banane hatte ich im Geschmack nicht so viel. Es war wirklich einfach dieser sehr ja, phenolische Rauch. Das trifft es eigentlich. Es war bissig, es war kaltrauchig, es war pfeffrig. Und in der Nase kommt das so ein bisschen mehr durch. Auch so eine leichte Brise Meersalz jetzt vielleicht. Aber obendrauf liegt noch ganz, ganz schwer diese Banane. Jetzt kam die auch vorne im Geschmack mehr raus. Gerade eben. Jetzt muss ich die Tasting Notes dazu lesen. Wenn rich peaty salty smokehead collides with spicy sweet Caribbean rum cask, carnage is inevitable. A hit of immense smoke and spice leads the charge. But when the dust settles, citrus, banana, pear drops and hints of honey are left standing. This is anarchy bottled. Das trifft es ziemlich genau, was ich gerade gesagt habe. Wir haben diesen super scharfen, bissigen, spicy Rauch. Wir haben
diese Banane, wo auch immer die herkommt, na, wahrscheinlich aus dem Rumpfass, aus dem karibischen Rumpfass. Das ist der einzige Weg, wie ich mir das erklären kann. Also es ist einfach geil. Das ist natürlich interessant, weil die einzige Eiler-Destillerie, die mir jetzt spontan einfällt, die was mit Rumfässern macht, ist Artbeck. Aber bei Artbeck hat man uns dieses Jahr gesagt, dass sie keine unabhängig abgefüllten Fässer rausgeben und das schon seit über 10 Jahren nicht mehr oder 15 Jahren. Und ich denke nicht, dass in so einem Travel Exclusive, was jetzt auch nicht unbeschreiblich teuer war, da so ein uralter Artbeck drin ist. Vielleicht machen die anderen das auch einfach im Geheimen. Lafroig macht eher so Weinfässer momentan viel. Dura hat auf jeden Fall einen geilen Rumfass. Kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr aber vorhabt, nach Jura zu fahren und euch diese Distillerie anzugucken, fahrt sehr langsam über diese Straßen oder fahrt mit dem Fahrrad oder nehmt euch ein Ersatzrad mit. Wir hatten dort einen Platten und der verfolgt uns bis heute noch, dieser Platten, weil wir dadurch natürlich Schwierigkeiten hatten mit der Heimreise, blablabla, egal. Auf jeden Fall hat uns Jura einen Reifen gekostet und das scheint dort gang und gäbe zu sein. Das ist, glaube ich, nicht so unüblich. Und das Problem ist, dort kommst du echt nicht weg. Und auch von Eiler kommst du nicht so einfach weg. Es gibt eine Werkstatt und Räder müssen und Reifen manchmal bestellt werden. Und du kriegst in den Mietschmetten heutzutage einfach nichts mehr mit. Also keine Ersatzräder, weil so ein Reifenwechseln, das ist gemacht, ne? Das ist jetzt nicht so das Problem. Das wird sogar ich hinkriegen, aber naja. Zurück zu unserem Whisky. Ich habe jetzt natürlich auch vorbereitet, wie ich immer bin. Ian McLeod, keine Ahnung, mit welchen Destillerien auf Islay der eventuell verbandelt ist. Was also logisch wäre, was drin wäre. Aber ich gehe davon aus, dass ihr schlauen Bienchen das wisst und in den Kommentaren zum Besten geben werdet und mich mal wieder weiterbilden könnt. Also Nase, eher flach, eher mild, nicht so viel los. Geschmacklich eher so ein strenger Rauch. Also da muss man dann schon auch ein bisschen was wollen oder gewohnt sein. An Rauch. Schmeckt mir jetzt in dem Moment aber tatsächlich ein bisschen besser als ich ihn das letzte Mal probiert habe. So in Gänze. Aber es ist jetzt trotzdem noch nicht so herausragend. Er lässt mich sehr trocken zurück. Vielleicht sind da viele Tannine unterwegs. Es ist auf jeden Fall sehr staubig, der Mund danach. Ganz anders als wie bei dem letzten, wie bei dem letzten Whisky, den ich für euch verkostet habe, dem Vital Spark. Der war ja wirklich, also danach war die Zunge geschmiert. Was macht man denn mit dir? Preis-Leistung ist okay, aber geschmacklich haut er mich jetzt nicht um. Design ist natürlich geil. Ja, wir geben ihm 6 von 10 Punkten, würde ich sagen. Und damit wünsche ich euch einen schönen Restabend, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr das Video hört. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, Slange!